Herzlich willkommen zur 6., 7., 8. Folge. Heute mit den 5 schlimmsten Hausarbeiten der Welt. So, da sind wir wieder. Es kommt mir vor, wie als wäre es gestern gewesen, als wir die letzte Folge gedreht haben. Komisch. Und schon sind wir wieder hier. Wir sind immer noch im gleichen Studio. Es wird die Bar gebaut. Ist größer als wir dachten, die da eingerichtet wird hinter der Kamera, und deswegen verzögert sich das alles nur um eine Woche. Genau. Das ist der Grund. Hallo, ihr seid dabei, ihr seid mittendrin statt nur dabei. Heute bei den 5 schlechtesten Hausarbeiten, schlimmsten Hausarbeiten, die es gibt auf dieser Welt. Möchtest du wie bei den besten Menschen anfangen? Ich soll ich dann anfangen? Und dann legen wir immer nach und dann vor. Also immer 2 hintereinander jeder. Kommen wir. Es regnet. Weil ich glaube, ich habe die falsch geordnet. Oh, es regnet draußen. Das ist jetzt blöd, weil das hört man vielleicht. Oh ja, vor allem unser großes Dachfenster. Das ist auch schlimm. So, kommen wir zum ersten schlimmsten Hausarbeitsbereich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Pakete von anderen Menschen, im schlimmsten Falle fremden Menschen, abnehmen? Abholen. Abnehmen? Das hat wahrscheinlich jeder erwartet jetzt. Das ist. Weil, habe ich hier noch in Klammern ganz klein, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, runtergeschrieben, weil der Postbote zu faul. Ja. Weil der Postbote zu faul war, sie abzugeben. Ja, also. Stell dir das mal vor. Muss ich noch nicht. Du wartest auf ein Paket und es kommt, du weißt. So, Amazon hat gesagt, komm zwischen dem 3. und dem 7. März 2015. So ist auch immer die Stimme, die dir das in den E-Mails vorliest. Und dann wartest du selig, wie sagt man? Sehnlich. Auf dieses Paket, weil es geil ist und du es sehr dringend brauchst. Das Paket. Ja, eigentlich ist der Inhalt auch egal, weil du brauchst immer dieses große Paket. Die sind auch interessant. Das zum Beispiel. Boah, das ist genial, oder? Und dann kommt es nicht und plötzlich guckst du in deinen Briefkasten und dann ist da ein Zettel, ja, wir konnten sie nicht antreffen, dann müssen sie mal abholen bei Herrn Fritschnitzki auf da schräg gegenüber. Und dann klingelst du bei Herrn Fritschnitzki und dann sagt der, mach 3 Euro. Das ist eine gute Geschäftsidee. Ja. Ja, aber das ist mach 3 Euro oder ich behalte es. Ist vielleicht nicht ganz rechtens, na und, aber... Was wollen die denn machen? Ja, das ist gut. Das machen wir demnächst. Merkt ihr das? Schreibt das auf. Ich würde... Es ist scheiße. Und dann sagt Herr Krischnitzki, sagt dann nämlich, ja, oder am besten hat es irgendjemand anders aus der Familie abgeholt schon vorher. Und, ja, das haben die Rumsen schon abgeholt. Und dann sagst du, ja, das tut mir natürlich dann leid. Und, und weil Herr Krischnitzki ist nämlich immer scheiße gelaunt. Und dann klingelst du bei dem und der kommt da. Nee, wir haben noch 9 vor. Das ist scheißegal, das stimmt. Du musst doch mal die echten Probleme im Leben. Gut, dann wird halt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich komme jetzt mal zu einer richtigen Hausarbeit. Und zwar Wäsche aufhängen. Das ist eigentlich machen. Das ist vielleicht so, aber ich muss das halt machen und das ist sehr nervend. Vor allem, wenn man gerade eine neue Waschmaschine bekommen hat, in die auf einmal doppelt so viel Scheiße reinpasst. Und die Wäschekörbe schon, es wird halt einfach, du trägst den auf den Dachboden, da wo du es auspackst. und es quillt über und du weißt schon, oh nein, Alter, das muss ich alles aufräumen. Und dann aufhängen und dann Socken dabei, die einfach 1000 Stunden, und das ist die höchste Socken Dichte. Socken sortieren ist auch scheiße. Das macht man ja beim Abhängen. Das habe ich ja nicht hier. Nee, aber Socken sortieren ist trotzdem scheiße. Socken sortieren ist immer. Vor allem hast du 200 schwarze Socken und 50% sind so lang, 20% so, 10% so, 5% nochmal andere. Bestimmt, ja. Ja. Erzähl weiter. Ich verstehe. Ja, Wäsche aufhängen, ja, es ist halt dann auch kalt, weil die Wäsche kalt ist und es ist einfach so eine unnötige Aufgabe und, boah, nee, kann ich überhaupt nicht leiden. Ja. So, ich leg vor. Du legst vor. Da muss ich vielleicht. Was war das überhaupt? Ja, ah, ja, genau. Selbst schuld. Wie ihr lesen könnt, Geschirrspülmaschine ausräumen. Wollte nicht hinschreiben. Wollte ich nicht hinschreiben, weil es mir zu lang war und ich ein fauler Mensch bin. Deswegen räume ich die auch nie aus.
Aber doch, das ist wirklich, nee, das ist genauso schlimm wie Wäsche aufhängen. Das ist auch, obwohl das immer. Sei froh, dass du den Luxus hast. Ja, naja, gut. Ich meine, wir haben auch eine Geschirrspülmaschine, aber trotzdem. Geschirrspülmaschine. Spülmaschine. Ja, aber, so. Gut. Ja, ist auch nervig und dann ist das immer so laut, wenn du irgendwelche Teller rausnimmst, klirr, klirr, und es ist so laut und, ah, nee, kann ich nicht leiden. Ja. Bist fertig? Mhm. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren schlimmen Sache. Ist auch nicht so richtig eine Hausarbeit, aber es ist eine Arbeit. Eine nervige Arbeit. Die undankbarste Arbeit dieser Welt. Anderen Leuten beim Umzug helfen. Du kommst da hin und... eigentlich kommst du da nicht hin, sondern du sitzt bei dir zu Hause und hast gerade dein Paket ausgepackt, was du von Herrn Krischniewski abgeholt hast und du bist richtig, richtig, richtig schlecht gelaunt wegen Herrn Krischniewski. Und dann kriegst du den Anruf, ja, Mensch... Kannst du mir beim Umzug helfen? Ich bin noch umgezogen und da sind noch 200 Schränke und 400 Kisten und 2000 Pappkartons. Willst du die nicht mit in den siebten Stock schleppen? Wir haben keinen Fahrstuhl. Und dann sagst du natürlich, hab keinen Bock. Und dann, okay, dann bis gleich. Ja, so ist das. Und dann ist es so undankbar und scheiße, dass du wirklich, du schleppst da diese Dinger hoch, du schwitzt wie ein Schwein im Sommer. Wir machen das anders. Und, das ist doch scheiße. Wunderschön. Mach ich jetzt auch immer. Ja, es ist scheiße. Und dann schwitzt du und du kriegst nicht mal was dafür. Vielleicht kriegst du, ja, hier, ich habe auch für alle Leute, die mir beim Umzug helfen, habe ich ein Stück Kuchen. Hier, nimm dir doch. Danke. Du bist in 2000 Stunden. Ich habe zu Hause einen ganzen Kuchen für mich. Ja. Ohne Arbeit. Den habe ich mir auf Amazon bestellt. Ja. 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 Ja, und dann holst du deinen Kuchen bei Krischniewski ab und dann hast du ein kleineres Übel als andere Leute beim Umzug. Vorlegen musst du. Ja, und danach kommt erstmal eine Matz. Danach kommt eine Matz, aber ich handle das schnell ab. Wer kennt es nicht? Wer auf einem Bauernhof lebt, der wird es wissen. Ich kenn's nicht. Kot von Tieren weg. Er lebt auch nicht auf dem Bauernhof, er hat es einfach nur so gesagt. Nee, aber stell dir vor, du hast einen Hühnerstall. Ein Hühnerstall. Ah. Und in diesem Hühnerstall sind gefühlte 13 Hühner und die scheißen dir die Bude zu, wie als wären es 400 große Kühe. Ey, das gucken auch normale Menschen. Diesen Ausdruck. Du Hurensohn. Es geht mir ja nur ums Prinzip, um klarzumachen, auch, weißt du, das ist wie Goethe, der Gedichte schreibt. Du musst so mit Metaphern und mit Übertreibungen musst du klar machen, was Sache ist. Ja, du musst die Hauptidee unterstützen damit. Und ich will nur sagen, dass Fische, wer ein Aquarium hat, der kennt das. Und immer zack rein, zack, mit der Pumpe da 60 Liter, 120 Liter rauspumpen. 30 Liter davon ist scheiße. Jeden Monat machst du den Dreck. Es wird auch einfach nicht besser. Und dann kommt der Hühnerstall noch dazu und dann heißt, ja, mach mal den Hühnerstall sauber. Und dann ist da dieses Kackbrett. Entschuldigung für diese Ausdrücke, aber ja, wirklich. So. Und dann da du kommst, und rein. Hast du gesagt, du kommst aus dem Umzug nach Hause und dann musst du erstmal den Hühnerstall sauber. Ja. Und vorher, und du möchtest eigentlich dein Paket weiter auspacken. Und essen den Kuchen, der da drin war. Ja. Aber auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt erstmal, was wahrscheinlich zum Thema passend ist. Nee, ich darf sowas gar nicht sagen, weil wir wissen noch nicht, was die Matz ist. Und wenn ich jetzt irgendwas sage, dann müssen wir die Matz so machen. Ja, das stimmt. Genau wie ich sage, wenn ich jetzt hier von oben ein tu's nicht. Ein tu's Eisbecher nicht. Reinfahren lasse, dann kommt hier ein Eisbecher. Und jetzt mache ich gleichmäßig, schiebe ich den wieder zurück. Und das Tolle ist, Finn schneidet die Folge. Wer hat das denn gesagt? Ich bin da auch nicht da. Natürlich. Bin ich auch nicht das da. Ist doch egal. Das ist irgendwann... Das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht jede Folge schneiden. Aber kommen wir jetzt. Ja, aber ich bin ja nicht da. Zur Matz. Thank you.
So, das war's mit der Mats. Und jetzt kommen wir zu den letzten. Warte mal, wie viel hast du noch? Ah, du hast auch noch zwei. Okay. Auch eine sehr undankbare Aufgabe, die zwar, wo man zwar sieht, was man geschafft hat, aber es ist trotzdem nervend, vor allem weil es immer der gleiche Bewegungsablauf ist. Ich mach das mal kurz vor. Oder Straße fegen. Beziehungsweise Fußweg fegen. Ah ja, immer hier so. Immer. Oh, ich habe sowieso in unserem Alter, ne? So, ah, in unserem Alter mit dem Rücken. Das ist echt auch manchmal nicht mehr schön. Nee, wirklich nicht. Man wird ja nicht jünger. Ah, nee, du. Und dann immer, nee, bah, nee. Und das ist halt wirklich richtig kacke. Ja. Das ist richtig scheiße. Kann ich verstehen. Ja. Da macht man die gleiche. Ja. Nee, was ist das? Nein, das ist, musst du sehen. Was sehr eklig ist, wenn du nicht so einen coolen Swiffer hast, womit du die Oberflächen abstauben kannst, sondern das mit einem Lappen machen musst, der immer dreckiger wird und immer staubiger. Zwar, gut, du kannst es natürlich auswaschen, aber dafür musst du jedes Mal, wenn du keinen Eimer mitnimmst, also ich, so mache ich das nicht, aber ich mache es sowieso nicht, dann musst du immer wieder ins Bad rennen oder in die Küche, wo auch immer du das nächste Waschbecken hast und diesen Lappen auswischen, ausdrücken, auswringen und du hast die ganze Zeit nasse Hände und das ist scheiße. Es ist wirklich einfach nur. Es ist der Tod, der Hölle, der Kack. Satan. So, ich habe jetzt was, da macht man ebenfalls diese Bewegung, nur in die andere Richtung. Also ja, man, und es ist genauso nervig, du hast wahrscheinlich noch mehr wieder. Und dann immer auf so. Links und. Und dann das und du hast mehr Widerstand als beim Fegen, nämlich noch, weil es gerne mal auf Rasen. Und das Schlimmste ist beim Laubhaken, dass du das 400 Mal machen kannst. Im Herbst. Stimmt, ja. Das ist wirklich so, du denkst, du guckst den Baum an und denkst dir, Mensch, du, das ging aber schnell hier mit dem Herbst. Und dann guckst du den Boden an, dann stehen da 2 Meter hohes Laub und dann hakst du das weg und das Haken ist noch okay. Aber dann in Säcke stopfen und wegfahren, ne, boah, ne. Und dann guckst du einen Tag später, guckst du dir die Bäume an, denkst, die sehen ja genauso aus wie gestern und auf dem Boden liegt doppelt so viel Laub. Wie kann das sein? Naja, das ist eigentlich vielleicht ist einfach, auch einfach unser Garten, also mein Garten. So groß. So, nee, der ist einfach so gebaut, dass das Laub aus ganz Südamerika, wie Vögel, die Vögel bringen das mit, die Schweine. Nee, die gehen ja weg im Winter. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dumm. Vielleicht bringen die das aus Schweden mit. Und weil aus Norwegen und so. Ja, die lassen es einfach fallen. Ja. Vögel sind Arschlöcher. Vögel sind eigentlich die schlechtesten Menschen des Jahres 2015. Ja. Wie der eigentlich Name schon auch sagt, schon Vögel die schlechtesten so. Menschen der letzten Jahrhunderte. Ja. Ja, seit es Laubhaken gibt, sind Vögel scheiße. Das so. Scheiße? Kommen wir jetzt mal zur nächsten schlimmen Hausarbeit deinerseits. Nein, nicht vorlegen. Ach so, na gut, okay. Dann gibt es jetzt für Leute, die keinen Geschirrspüler haben, Geschirr spülen. Ich mach's gerne. Nein. Ich hab damit echt kein Problem. Nein. Aber ich weiß nicht. Nein. Du gehst dahin, du hast einen Berg. Einen Berg aus 200, 300 Tellern, 400 Besteckeinheiten und dann noch so Zwischengedönse wie irgendwie, weiß nicht, Mixer oder was. Irgendwas, was noch, doch, du kennst es halt. Doch, was, natürlich. Ja, genau. Schon, was so. Und dann. Rädchen. Nimmst du da, das ist alles so versifft und scheiße und du weißt, andere Leute haben da. So haben die das in sich reingefressen und dann war und vielleicht und immer das gleiche Wasser, das ist wie beim Baden. Baden mag ich auch nicht, aber das ist ja und dann zack und dann nach 5 Minuten hast du die aufgesaugtesten Finger und und dann sehen die aus wie von 200 Jahre alten Omas. Ist auf jeden Fall scheiße, ihr kennt's. Deswegen holt man sich Geschirrspüler und Putzfrauen. Das ist unser Fazit, aber das Fazit kommt noch nicht. Und was man sich auch holen muss, das ist ein dummes Wort, das man sich auch anschaffen muss. Das ist ein Sklave. Ich sage jetzt nicht mit Absicht, woher dieser Sklave kommen soll, das könnt ihr euch aussuchen. Kann auch gern aus Deutschland kommen. Gibt auch gute deutsche Sklaven. Habe ich gehört. Die zum Beispiel für einen. Das trifft schon wieder in die Richtung. Driften. Siehst du, war doch gut, dass ich diese Autos hier hingestellt habe in Studio 3. 2? 2. Und zwar ist es Rasenmähen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil ich sage, ich habe eine Grasallergie.
Das habe ich aber sogar wirklich. Und ja, aber das Grasallergie heißt doch nicht, dass du gegen... Nee, und vor allem nur gegen getrocknetes Gras. Das ist doch scheiße. Und das ist halt noch nicht getrocknet, wenn du es gerade mähst. Aber ich komme damit gut durch. Ich muss jetzt erstmal nicht mehr machen, dafür muss ich Straße fegen. Oder Fußweg. Aber trotzdem, das ist auch das Allerschlimmste, weil wir... Also ich darf das halt von meinen Eltern aus nicht... Also wenn ich mähe und dann hab ich auch so einen übelst großen Beutel voll... Raben, hörst du mal auf? Ist das nicht so ein Ding? Nein, das ist doch eigentlich, Scheiße. Damit sollst du auch nicht spielen. Du stellst hier zwei Autos auf den Tisch und erwartest, dass ich nicht mit denen spiele. Und, das war schlecht. Aber ich hab halt, man hat so einen riesen Sack voller, gemähtem Gras. Hör mal auf. Ja, erzähl doch weiter, lass mich nicht stören. Ich soll das halt, Na, Schlechtheit. Mich auf meine Geschichte konzentrieren. Ich weiß nicht, was du hast. Ist doch alles okay. Nein, auf jeden Fall darf ich das dann halt nicht so ausschütten auf einen Fleck. Nein, ich muss das verteilen. Und im Sommer, es gibt nichts Ekligeres. Du schwitzt an den Händen und an den Armen. Die sind komplett, also vom ganzen Schieben und die Sonne und es ist alles klebrig. Und dann greifst du in diesen Sack voller Gras rein. Ja. Voller gemähtem Rasen. Und dann staubt das und es bleibt alles kleben an deiner Hand. Weil du musst es ja verteilen. Weil das nicht so gut geht. Wenn das da am Ende noch drin ist oder am Anfang, wenn das so voll ist, weil du keinen Bock hast, alle 30 Sekunden das auszuleben. Nee, Handschuhe mag ich nicht. Ich weiß nicht, wieso Handschuhe kann ich nicht. Mag ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es einfach scheiße. Und es ist einfach im Sommer das Schlimmste und da wächst das Gras ja auch. Ja, sonst was, du musst jedes Wochenende geht's von vorne los und es ist aufwendig. Und dann haben wir auch nicht einfach und du darfst so einen nicht. Garten, sondern da sind hier Beete und hier ein Baum. Nee, und dann hier die Kante muss natürlich mit Steinen abgesteckt sein. Das heißt, du musst ganz vorsichtig an diese Kante fahren, weil wenn du zu weit fährst, machst du und dann fliegen Messer die Steine kaputt und ja, und du darfst auch nicht irgendwie ein, zwei Wochen ausfallen lassen, ja, weil es ist gerade so und dann brauchst du doppelt so lange. Ja, du brauchst einfach doppelt so lange. Immer. Und dann hast immer so 2 Meter und dann sieht es auch scheiße aus und. Ja, das stimmt. Ah, ne. Ist nicht so nervig. Aber das sind nun mal schlimme First World Problems. Ja. Stellst du das jetzt bitte wieder? Nee, ich dachte, ich nehme das jetzt. Du bist süchtig danach. Ja, vielleicht. Du unterhältst mich vielleicht. Ja, du kannst da übrigens sogar richtig lenken mit dem, glaube ich, habe ich jetzt auch. Ja, gesehen. Alter, stimmt. So hart. Das ja, aber du kannst auch das Lenkrad ein bisschen. Ja, also. Kannst du auch den Beifahrer hinschieben, das Lenkrad so? Und dann sieht man das in der Kamera? Nee, sieht man bestimmt nicht. Ja, aber ist doch praktisch. Hier übernimm! Übernimm Wasser! Und dann sieht es in etwa so aus. Wasser! Wir driften schon wieder ab, deswegen. Was denn? Wir driften schon wieder ab, deswegen sollten wir jetzt einmal. Ja, ich weiß, zum Schluss kommt. Ja, schon? Jetzt schon. Ja, na, jetzt. Dann brauchen wir aber noch ein gelungenes Schlusswort. Dass du diese Folge machen musst. Wenn du die Folge schon nicht schneidest, dann will ich wenigstens ein Schlusswort hören jetzt. Hausarbeiten sind schlimm, sie müssen gemacht werden. Aber am besten fährt man, wenn man sie nicht macht.